Hallo, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Banishers, meine lieben Freunde. Wir ziehen los. Ja, wir ziehen los, habe ich gesagt. Ich muss es nochmal kurz pausieren. So, wir öffnen hier die Türe und treten raus für viele. Und dann sollen wir ja mit der Seeker sprechen. Das ist. Jetzt kommt's mir erst. Das ist mal. Zeit verschwenden wollen, aber ich nicht. Halt die Papp. Jetzt kommt's mir erst. Wir haben ja. Das haben wir uns angeschaut, hat das Haus, und dann betrittst du die Tür und plötzlich zapp zapp, ne? Ist da ein richtiges Haus. Da haut's da ja den Vogel raus. Was für eine Höhle. Das ist jetzt wieder. Das ist irgendwas extra. Können wir da entlang? Ah. Seekers Nachricht. Siridin hat alles vorbereitet, was für das Ritual bin. Was ihr für das Ritual benötigt, bedient euch, aber nächstes Mal müsst ihr euch die Ingredienzien selbst beschaffen, Seeker. Okay, das heißt, ich bin schon wieder mal vorgegriffen. Wie immer halt. Man kennt mich ja, wie wunderbar, so. Aber sie wartet ja eh brav auf uns. Wie vom Haus darüber jumpt. Okay, was haben wir da hinten noch? Ne? Gibt es da irgendwas Aufregendes zu finden? Na, da kann man einfach nur wieder zu der Stelle, da hat man hinten herumlaufen können. Okay. Ja, auch schön, ne? Seeker! Aber irgendwas ist mit den beiden, oder? Ich habe also das Gefühl, dass irgendwie mit Reds Schwester vielleicht zu tun hat. Irgendetwas? Dass das noch, dass da noch irgendetwas kommt, aber die wie die erwähnt, aber. Ja, keiner weiß genau wie was. Wirkt halt zumindest so irgendwie. Könnt ihr mir halt vorstellen. Seridin hat uns diesen Stimmschlüssel gegeben. Jetzt weiß ich, wie euer kleiner Trick mit dem Verschwinden funktioniert. Es ist kein Trick. Wir brauchen das zum Überleben. Viel zu viele Mistkerle da draußen würden uns lieber tot sehen. Was wir also auf der anderen Seite der Insel gesehen haben, war ein leeres? In der Tat. Ihr werdet ihn auch benutzen. Aber diesen hier nicht. Noch nicht. Etwas weiter weg befindet sich ein weiterer. Am Ende einer Höhle. Benutzt den. Fürs Erste. Dieser hier ist etwas Besonderes. Er ist die einzige Möglichkeit, nach New Edentown zu gelangen, nachdem die Brücke niederbrannte. Wir könnten jetzt gleich nach New Eden zurück? Warum solltet ihr das tun wollen? Der Albtraum ist mächtig. Er hat New Eden eisern im Griff. Wenn ihr ihn im Rest der Region schwächen könnt, ist es möglich, dass ihr den Riss durchqueren könnt, ohne dabei ums Leben zu kommen. In Ordnung. Wir haben es verstanden. Ihr habt euren Stimmschlüssel, verliert ihn nicht, euer Leben hängt davon ab. Das sollte kein Problem sein. Wenn ihr den Riss durchquert habt, gibt es kein Zurück mehr. Geht weiter und blickt nicht zurück. Über die Leere. Leerwandeln. Könnt ihr mir mehr darüber verraten? Ich springe damit von einem Riss zum anderen, so wie Siridin es mir beigebracht hat. Ich verweile dort nicht. Und das solltet ihr auch nicht. Wieso nicht? Die Leere ist unbekanntes Terrain. Siridin kennt vermutlich die Antwort, aber rückt sie nicht raus. Das ist ein böses Omen. Äußerst böse. Über den Albtraum. Ich bin neugierig. Was ist eure Meinung über den Albtraum? Ich denke, der Albtraum wurde durch die Verbrechen unserer Vorväter geboren. Und auch durch unsere eigenen Sünden. Bewundert ihr sie? Ich fürchte mich davor.
aber ich akzeptiere seinen Zorn. Wie ich auch den Regen akzeptiere. Und New Eden hat die Flut sicherlich verdient. Über dich? Erzählt mir mehr über euch, Seeker. Wie soll ich das höflich ausdrücken? Nein. Über Deborah. Also, wer ist Deborah? Ich kenne keine Deborah. Ich glaube, ich habe noch nie eine Deborah gekannt. Wir machen uns auf den Weg. Hoffentlich bis bald. Ja, ich liebe ja unsere netten Gespräche über den Saum. Was wollt ihr? Und wichtiger noch, was braucht ihr? Seeker? Werte Dame? Wir machen uns auf den Weg. Hoffentlich bis bald. Sicher. Okay. Wir werden da bestimmt noch einiges erfahren. Was haben wir jetzt hier? Wir können hier über... Verfügen wir nicht. Mir ist so schön, wir können absolut nichts machen, ne? Das ist... So wie es gern. Oder? Ja, das führt genau dorthin, da können wir nichts tun. Juhu! Schön. Die Spektralnetz, das muss unten sein. Ja gut, wir waren ja hier oben noch nicht so. Also wie könnte auch hier Schlingefeuer. Also kommen wir wieder zum Ruheplatz, also. Es ist verwirrend ein wenig die Gegend, obwohl es so eine kleine Insel ist. Finde ich mich schon nicht mehr zurecht. Na, aber jetzt wissen wir wieder einen Ausgangspunkt. Okay, wir können die Leere betreten. Das heißt, wir können jetzt überall diese Leere betreten. Jetzt wissen wir auch, für was das, diese Dinge sind. Jetzt ist halt die Frage, was das bedeutet, die Leere zu betreten. Sind das jetzt wie nur so Schnellreisepunkte? Man, sie sagt, damit könnte man von Ort zu Ort hopsen. Ja. Ob das jetzt wirklich nur noch weitere Schnellreisepunkte Plattform ist für uns, wir können ja schon über die über unseren Ruheplatz ja eigentlich schon von Ort zu Ort jumpen, so gesehen, also weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll für uns ist, ob wir jetzt das unbedingt dann brauchen. Mir wäre halt lieber mal wirklich gewesen, diese Wurzeln da ausreißen zu können. Die Fähigkeit zu besitzen, das wäre mal schön gewesen. Aber ich lasse uns mal überraschen, was der Riss kann und was nicht. Machen wir uns mal an die Sache ran. Das Material dafür haben wir ist ja jetzt. Ist das Seekers Höhle? Das werden wir herausfinden. Das Material ist ja jetzt vorhanden. So, jetzt tut sich da was. Ritual durchführen. Leerwandeln. Ein leeres Betreten oder Verlassen von einem Spalt im Lebendreich aus kann man mit diesen Ritualen in den Bereich des Gefängnisses reisen, wo man glaubt, dass die unverankerten Geister der Toten bis in alle Ewigkeit umherstreifen. Schauen wir mal. Ja. Okay. Und jetzt sind wir, du kannst die Karte nicht aufrufen, während du in der Leere befindest, okay. Bei
Gott, wo sind wir? In der Leere. Vergiss nicht, was man uns gesagt hat. Folgt den Leuchtfeuern. Sputet euch. Blickt nicht zurück. Haha, hab zurückgeschaut. Wir schauen halt einfach einmal, ne? Interessant, gell? Die Frage ist halt, es muss ja für was gut sein. So muss man sie irgendwo hinbringen. Es sieht trostlos aus hier. Leblos. Das ist das Reich der Toten. Die Unterwelt. Lasst uns hier nicht verweilen. Ah. Die Schemen. Oder man fragt sich halt immer, wenn das, was stellt man sich so das Reich der Toten vor, die Unterwelt, die fragen mal dann immer. Okay. Aber wenn das die, warum die sich so nicht gemütlich machen und was herrichten. Hast du das gehört? Ja, lauf weiter. Weißt du, dass es immer so ausschauen muss, die können sie sich auch schön machen, wenn die dann bis in alle Ewigkeit leben müssen. Waffen können wir zumindest ziehen, also es kann schon sein, dass wir hier kämpfen auch noch müssen. Und so wie die Dame da lacht, ist sie bestimmt gleich bereit für die Schlacht, ja? Da, unser Weg in die Freiheit. Du bist es. Erstes junges Mädchen. Anthea. Was geht hier vor sich? Ich kenne diese Stimme. Vor langer Zeit verbannte ich ihren Besitzer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir hier weg müssen. Jetzt. Haha. Ja, sie hat sich. Hier kann sie wurscht sein. Sie hat sich schon hinter sich. Ich hab ja die Scheiße benannt. Hier kann sie wurscht sein. Sie wo. Ihr Schwester? Hat sie die. Ihr Schwester? Sie hat ja Geschwister. Die eigene Schwester verbannen müssen. Das könnte man natürlich vorstellen. Jetzt wird's echt brutal. Das nächste Leuchtfeuer ist ausgegangen. Etwas stimmt nicht. Was für eine Höllenkreatur ist das denn wieder? Das sieht mir wie ein Klagegeist in Gestalt eines Cerberus aus. Mal was Neues. In der Leere können Gegner ihre Lebensenergie regenerieren. Dafür sind Antias Kräfte hier auch stärker. Sie verursacht mehr Schaden gegen Schemen. Toll. Was? Was ist der Cerberus? Der ist das? Wo ist denn der? Wo sieht denn der da den Cerberus? Eine erledigt. Jetzt zu den anderen. Verdammt! Ja, irgendwo muss ich ja mal hin ausweichen können, ne? Bis zu Ende. Du kriegst das hin, Kumpel. Das war's für dich.
Augen auf. Mein Gott, er muss genau jetzt mir eine ballern. Jetzt hätte ich den dritten Schlag gehabt. Das hätte auch passt. Ja, was ist jetzt? Wie sieht er das große Teil dann? Was ist denn mit ihm? Bereit für den Einsatz. Ja, auf den habe ich gewartet. Wo ist denn der? Warum kommt der denn? Fort mit dir! Okay. Aus welchem Loch ist dieses Mistviech gekrochen? Hätte ich doch. Ich weiß nicht, aber wir müssen hier weg. Ritual durchführen. Achso, jetzt haben wir hier schon. Das war das. Okay, und Stufe 13 haben wir tatsächlich geschafft. Na, super. Okay, da wird uns wahrscheinlich noch mehr bevorstehen. Da wird uns noch viel, viel mehr bevorstehen, ja. Bin ich fest von überzeugt, ja. Du hast das Ritual des Leerwandels erlernt, jetzt kannst du Leerrisse betreten. Gefundene Leerrisse werden mit folgendem Symbol auf deiner Karte gekennzeichnet. Leerrisse enthalten viele Gefahren, aber auch wertvolle Belohnungen wie neue Ausrüstungsgegenstände. Geil. Was zum Teufel war das? Seredins Schlüssel sollte uns doch unbemerkt hindurchschleusen. Ich weiß es nicht. Ja, die hat da ihre Schwester, was ich da mal weiten. Ich wette, was Antheas Schwester ist hier oder irgendwie. Das sind ihre Verwandten. Wahrscheinlich hat sie, wie gesagt, wir kennen ja nichts über ihre Story. Es kann schon sein, dass sie ihre eigenen Geschwister da drinnen irgendwie, also verbannt hat oder, ja. Könnte schon hinkommen. So, wo sind wir jetzt hier? Da unten wäre das Heilkraut zumal. Jetzt kommen wir tatsächlich schon langsam in diese Richtung, ja. Den Maya Marshes. Und diesen Leerriss. Okay. Ah, das ist jetzt das vom Wasserfall. Jetzt hat er uns das markiert. Interessant. Den hat er mal markiert. Warum nicht die anderen Leerrisse? Ja, den markiert er mal jetzt einfach so. Ja, hier war auch einer tatsächlich, okay. Hier war ja auch wo einer im Sumpf. Wir haben wieder einiges zum tun. Kommt wieder einiges mehr, ja. Schön. Können wir wieder herumreisen und Leerrisse begehen. Für neues Equipment machen wir das natürlich. Flinkschutz. Was kann der? Jeder Schwachpunkt, der mit dem Gewehr getroffen wird, erhöht den Schaden des Gewehrs um 40%. Dieser Effekt ist stapelbar, wird nach einem nicht getroffenen Angriff zurückgesetzt. Schwachpunkttreffer verursachen mit dem Gewehr 20% mehr Schaden. Tatsächlich würde ich das dann doch geiler finden.
Weil wenn wir dann mehrmals auf den Kopf treffen, ist das schon schön. Zorn fällt halt runter. Vitalität steigt. Aber prinzipiell ist es das Bessere. Finde ich jetzt. Also kann im Unterschlupf natürlich aufgewertet werden, das ist klar. Ich rüste es mal aus, Vitalität steigt, Gesundheit. Oder Zorn. Der Zorn ist doch, ja. Manifestationsschaden. Passt schon. Schaut auch cool aus. Ein bisschen mit Gold verziert. Das passt schon. Na, weil es doch gestapelbar ist. Also wenn du dann einmal einen Kopfschusstreffer machst, hast du schon mal 40% mehr Schaden dann beim nächsten Schuss. Und wenn du dann einen zweiten machst, da stapelt sich das dahin, dann kannst du dir rechnen. Alles in Ordnung. Alles gut. Aber der Albtraum dort. Wir wissen so wenig darüber. Das macht mir Sorgen. Und du? Der Albtraum existiert nur, weil die Dorfbewohner etwas Schreckliches getan haben. Ihre Schuld ist in ganz New Eden spürbar. Wegen ihnen musste ich sterben. Sollen sie verflucht sein. Und ihre Geheimnisse und ihre Sünden auch. Es tut mir leid. Mir auch. Sind die Risse wirklich sicher? Wir werden beschützt. Du hast das Wispern gehört, die Verzweiflung und diese eine Stimme. Sie hat nach dir gerufen. Etwas wusste, dass du dort warst. Es hat dich gesehen. Für einen Moment dachte ich an sie. An diese armen, abgeschlachteten Jungen. Ich schwöre. In der Leere hörte ich ihre Schreie. Kinder, die zum Ruhme ihres Sultans in den Tod geschickt wurden. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder auf dem Balkan. Du bist jetzt hier bei mir, ja. Du bist du. Und du bist hier bei mir. In diesem Moment. Bis wir New Eden erreichen. Diese Leere, ist das die Hölle? Ist es das, was wir gesehen haben? Sind all die Geister, die wir verbannt haben, dort gelandet? Oder ist es der Limbus, eine zeitlose Vorhölle, in der gequälte Seelen schmachten? Wenn wir einen Geist verbannen, wird er vernichtet. Die Leeren sind unmissverständlich. Und wenn die Leeren falsch sind? Ich habe die Stimmen auch gehört und sie beunruhigen mich ebenfalls. Aber die Leeren können nicht falsch sein. Wir hätten wissen müssen, wohin wir diese armen Seelen verdammen. Was, wenn du auch dort landest? Alles wird gut. Solange wir zusammenbleiben, wird alles gut. In Ordnung. Du hast recht. Alles wird gut. Hoffe ich. Zugefrorener Sumpf und unten haben wir ein Lager schon einmal tatsächlich. Sieger hat nicht gelogen, was die abgebrannte Brücke anbelangt. Wo lang? Nach Norden zu den Bergen oder nach Süden durchs Flachland? Wir sollten einen Weg nehmen und sehen, wohin er führt. Jetzt müssen wir mal looten. War jetzt eh nichts Aufregendes wie eh und ihn. New Eden Town vor Jericho, das Dorf in den Eggen. In Eggenberg.
Wir müssen sowieso mal aufwerten. Ein Unterschlupf mit einem feuchten, kratzigen Strohbett. So wie ich es mag. Wolle! Lebendreich und das Totenreich. Was haben wir hier? Das Lebendreich und das Totenreich. Wie Theano von Crotone vor Jahrhunderten schrieb, unsere Welt existiert in zwei Formen, je nachdem, wie die Menschen sie wahrnehmen. Ein Ort der Hitze und des Feuers und der warmen Erde. Das Lebendreich ist die Welt, wie sie von den Lebenden wahrgenommen wird. Ein Ort der Kälte und des Wassers und der vereisten Erde. Das Totenreich ist die Welt, wie sie von den Geistern der Toten wahrgenommen wird. Diese Wahrheit kennen die wenigsten oder missverstehen sie. Wir Hexen können dank unserem angeborenen Talent oder hartem Training das Totenreich ohne übernatürliche Hilfe sehen. Die meisten Menschen können das Totenreich nur dann in seiner ganzen Gänze wahrnehmen, wenn ein Geist bereit ist, seine Vision zu teilen. Dazu muss der Mensch jedoch von diesem Geist heimgesucht werden und es muss eine Seelenkette zwischen ihnen bestehen. Geister können die Grenze überschreiten und das Lebendreich auf kleine Weise beeinflussen. Geräusche, Kälte oder Wärme, dunkle Schatten, das beunruhigende Gefühl, dass sich jemand mit dir in einem leeren Raum befindet und dergleichen. Um das Lebendreich jedoch in all seinen Dimensionen zu sehen, Gänge, Farben, lebende Wesen und so weiter, ist es für die meist ein lebender Mensch oder der Besitz eines physischen Gegenstands erforderlich. Dies dient als Haken oder Leuchtfeuer in die physische Welt. Sowohl das Lebendreich als auch das Totenreich sind durch Raum und Zeit definiert und Theano und all die antiken Sieger hatten recht, was die Geometrie und Magie anging. Seit ich in beiden Welten unterwegs war, weiß ich, dass sich die Erfahrung eines Wesens in beiden Welten sehr unterscheiden kann. Ein kleiner Raum im Lebendreich kann sich im Totenreich wie die ganze Welt anfühlen. Oder ein kurzer Moment unter Lebenden zieht sich für die Toten über Wochen hin. Oder eine Woche kann wie ein Wimpernschlag vergehen und obwohl Geister, die einmal Teil des Lebendreichs waren, es wahrnehmen können und manchmal gar auf begrenzte Weise damit interagieren können, ist die Wahrnehmung anders. Sie erfahren die Welt der Lebenden als verschwommen und undeutlich oder als flachen Hintergrund wie eine gemalte Bühnenkulisse, besonders wenn sie alleine dort sind. Es erfordert von ihnen, dass sie sich auf eine bestimmte Person oder einen Ort konzentrieren, um dies sie so sehen, wie es ist. Das große Ganze entschwindet sie im Gedächtnis, sie verlieren die Welt, weil sie in dem Dazwischen verloren sind. Als Hexen ist es unsere Pflicht, ihnen dabei zu helfen, ihren Platz zu finden und die Lebenden in Sicherheit zu bringen. So werden sie uns dafür hassen, denn sie können weder so sehen wie wir, noch die von uns bekannte Wahrheit annehmen, die Sieger. Die Entwicklung. So, jetzt können wir hier natürlich, geht nichts. Also das macht er nur so, ja, so. Und jetzt entweder dies oder das, ja. Das heißt, hier kann ich noch etwas aktivieren. Verband verursacht bis zu 50% mehr Schaden an Gegnern. Mehr Schaden, je höher die Lebenspunkte, sonst er gefüllt ist. Wenn ein Gegner mit dem Gewehr besiegt wird, erleidest du durch den nächsten. Ja, aber da würde ich das geiler finden mit dem Verbannen. Mehr, wenn da die Anzahl des Gegners gefüllt ist. Finde ich das tatsächlich cooler. Möchte direkt nach einer erfolgreichen Parade, ja, das wird nie passieren. Treffer mit dem Gewehr füllen die Bannen und sagen 15% auf. Schwachpunkttreffer mit dem Gewehr füllen die Bannen 30% auf. Schwachpunkttreffer mit dem Gewehr verursachen 50% weniger Schaden. Völliger Schwachsinn. Okay, super. Die haben wir ja auch soweit.
Ja, das wollen wir natürlich nicht. Ja, hier haben wir schon so weit aktiviert, wie möglich ist. Das passt einmal. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich tatsächlich fürs erste einmal so weit ausgelevelt, bis wir das nächste bekommen. Ne? Mein Geistessenz natürlich fehlt, ja. Upgrades haben wir verfügbar beim Gewehr natürlich. Logischerweise rüsten wir das auf. Astrales Knochenfragment. Seelenscherbe, ah! Okay. Fell. Mhm. Relikt wird's dann. Okay. Fell, gemeiner Schwefel, Porling, Schwemenhorstschlick. Da brauchst du von allem was, okay. Ansonsten geht im Moment nichts. Jetzt haben wir alles auf 3, bis auf ein Amulett haben wir tatsächlich auf 4. Aber erlangen 50% weniger Lebenspunkte zurück. Das ist halt. Oder nach dem Kampf kann das sein, ich weiß es nicht. Jetzt ist die Sache, wir haben ja, jetzt können wir natürlich wieder einiges machen. Wir werden mal hierhin ganz flockig reisen, hätte ich gesagt, wird gefolgt, warum? Weil vorhin schon wahrscheinlich drauf geklickt. Ah, hier gibt es dann auch wieder 2 neue Aktivitäten verfügbar. Wir reisen einmal dahin zuerst, aber. Weil wir Dean haben wir Smith, hier auch. Thickskin und Kate waren schon immer wie Feuer und Eis. Aber ohne Red und Antea gab es kaum noch einen Grund für die Schwestern zusammenzubleiben. Ein tiefer Graben aus Trauer und Wut tat sich zwischen ihnen auf. Die Brücken waren abgerissen. Und das Lager stürzte in den finsteren Abgrund. Okay. Toll. Okay, der geht nicht. Schade, das war jetzt natürlich blöd, ne? Ich dachte, der würde ganz cool sein. Ganz smooth. Genau, da war ja dieser. Haben wir die anderen aber nicht angezeigt. Wir haben ja also schon einige entdeckt. Da könnte mir die auf der Karte anzeigen. Das finde ich wieder gemein, weil wir waren ja dort. Ne? Zwar sagt der Mann, warum nicht die anderen? Da habe ich überhaupt noch einen Bereich, wo ich gar nicht neben war. Vielleicht ging es auch gar nicht noch. Das ist der Wasserfall, ja, dann werden wir uns den hervorheben, weil da kommen wir ja von da hinten. Jetzt hier ran, genau, da haben wir ja den Weg frei gebrüllt. Verstehe aber nicht warum. Dass man nicht die anderen auch schon anzeigt. Reisen wir halt dorthin. Aber natürlich gehen wir mal so einen Riss machen und dann werden wir natürlich zurück ins Jägerlager gehen, den Herrschaften dann beistehen. Ja. Hätte ich halt gesagt, das ist. Das Loger. Das wäre das Logischere, das möchte ich sagen.
Wo ist er? Verschwinde endlich! Okay. Ja, die sind jetzt kein großes Problem im Moment, ne? Das ist ja logisch. Auf Level 8. Die leveln offenbar nicht mit, ja. Die bleiben dann. Man, ich finde es einerseits eh gut, dass einmal ein Gebiet der wieder zurückkommt, wo eben schwächer sind, weil sonst hast du ja immer. Ich weiß nicht, das habe ich nie so gern gehabt, wenn die Gegner mitleveln. Das wird halt auf Dauer schon ein bisschen anstrengend. Weil ich fühle mich dann halt nie überstark, muss ich zugeben. So hat man doch immer das Gefühl, einmal doch der Stärkere zu sein, der Bessere, wenn der Gegner immer mitlevelt. Also ja. Untersuchen. Bereit, die Schwelle zu übertreten? Ja, freilich. Bin nie bereit, meine Liebe, aber was soll's? Ich wandel leer. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Oder? In der Leere können gegen ihre Lebensenergie regenerieren, dafür sind Antheas kräftig, aber auch stärker. Sie verursacht mehr Schaden gegen Schämen. Leere, sie werden von spektraler Heimtücke beeinflusst, welche die Regeln im Kampf verändern. Wenn du besiegt bist, wirst du aus dem Leeres gesteuert und alle Gegner respawnen. Na, gratuliere. Das holen wir natürlich. Dass die offen respawnen auch noch. Und dann versuchen wir unser Bestes, ne? Dass das nicht passiert. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Von wo ist er? Was ist denn das? Ah, der hat jetzt das Schild, okay. Lauf doch weg, mein Freund. Konzentrier dich auf einen anderen. Der Schleier beschützt ihn hier. Jo. Nicht stark genug. Kommt schon so an, dass ich gleich stirb, ne? Oder das heilt ja so gut wie gar nichts. Seit wann sind Leichen so zäh? Was? Du brauchst meine Hilfe. Jo, hey, jetzt geht's mir schon am Arsch, ehrlich. Jo, er muss von da hinten. Das war's für dich. Das ist scheiße mit dem Heilen, Alter. Das heilt ja echt einen Dreck nur mehr. Ja. Sturer Bastard! Es ist noch nicht vorbei. Oh!
nicht stark genug. Ja, Alter, ich werde da voll sterben. Aufgepasst! Ja, er weicht ja nicht mehr aus. Alter, ich werde deppert. Das kannst du vergessen. Alter, mit dem Heilen, das ist ja behindert. Das heilt ja wirklich so wenig jetzt nur mehr. Das kannst du, das kann ich gleich wieder ausdrücken, das scheiße drauf. Also das ist es mir nicht wert. Das ist ja nichts, Alter. Das heilt ja nichts mehr. 50% weniger hat es quasi. Ja gut, das ist natürlich bei über 100 ist das schon verdammt, ja. Viel. Das kommt gar schon weg. Das kannst du komplett vergessen. Das ist zwar schön, dass das mehr Schaden macht, aber Alter, da scheiße ich drauf, ganz ehrlich. Sorry, weg damit. Was haben wir drinnen gehabt? Na, das war's nicht. Es kann nur eins von den zwei gewesen sein. Wenn ein Gegner mit einem Schlangengriff besiegt wird, werden 20 Geistpunkte wiederhergestellt, 15 Bannpunkte wiederhergestellt. Willenskraft, Weisheit, Zorn. Ja, aber da hilft mir das. Stärke, das kann, das hilft mir alles nichts. Das ist es mir nicht wert, also ehrlich nicht. Na, Alter, da wie wahnsinnig. Wie soll denn da bitte? Ich bin so weit, wenn du es bist. Kann ich mich in 100 Jahren nicht heilen? Ist ja zum Heilen, nicht, Alter? Bringt mir nichts, die Heilung. Was war eh schon fast kaputt, der Gegner, eh schon unten. Natürlich, in der Zwischenzeit hat er sich wieder voll hochgeheilt, ne? Kriegst du die letzten Hits nicht hin, weil sich der Gegner dann wieder, Alter, ja. Weiß nicht. Und ich mit dem Heilen nicht hinterherkomme, ne? Super. Man, natürlich wird jetzt der Schaden geringer sein. Mal schauen wir mal, was besser jetzt ist. Es ist noch nicht vorbei. Stirb, du Drecksau! Mit dir. Ich hab doch perfekt gewechselt, noch drei Hits. Ich kann dir helfen. Ja, war jetzt viel leichter. Na, ich wollte looten, aber das ist. Wo ist denn der Gegner? Wo ist denn einer? Ich bin bereit. Sehr gut. Ja, das war jetzt. Selbst nach seiner Verbannung
lässt Fortune Heaton nicht von seinen Besitzansprüchen ab. Gebiet in der Geistesinnerlehre. Erschreckend. Das war jetzt nicht so. Jetzt war es easy, komisch. Leichter. Ob nicht einmal die Heilung braucht. Na gut, beim zweiten Mal wusste ich ja, was auf mich zukommt, ne? Aber trotzdem. Das kannst du vergessen, das ist nichts. Da kann ich ja, Alter, eine Heilung nach der anderen saufen. Aber es ist wirklich ein Problem, muss ich sagen. Mit den. Man muss halt immer entscheiden, entweder dies oder das. Also, ich kann das wahrscheinlich wegspringen, gell? Wie ich das liebe. Wenn man sonst nichts im Leben hat, dann macht einem das natürlich Spaß. Ich hänge jetzt bei den Steinen da fest. Okay. Du hast es fast geschafft. Lass mich dir helfen. Kümmere dich zuerst um die Säulen. Wo ist sie denn? Kann man bitte jetzt kaputt haben? Da hinten bauen sie eine Säule auf, Alter. Du bist im Visier. Ja, ich weiß nicht. Wo ist er, Alter? Ich sehe ihn ja nicht einmal. Der ist die ganze Zeit am Atem. Dann ist es das Teil. Ja, sicher. Gib acht! Ja, ihr seid lustig. Ihr schickt mir dann die Dicken auch nochmal daher. Aufgepasst! Verflucht! Tja. Macht plus drei auf alle Attribute. Dankeschön. Das ist halt natürlich klar, andere oder plus 3 auf alles ist halt schon. Richtig geil. Das ist das, wo wir hochklettert sind, oder? Hoffentlich. Muss so sein, es gibt ja gar keinen anderen Weg. Ja. Alter, wie geil, plus 3. Das ist wild, ja. Das ist heftig. Aber geil. Da lohnt sich's tatsächlich, ja? Aha. Ich weiß, wo wir sind. Das ist der Anfang, das ist dieser Abschnitt, wo ich anfangs schon das gesehen habe, wo ich nie hinkommen bin. Das ist gleich zum Beginn. Ja, cool. Und was gibt's Schönes? Mal vielleicht irgendwas. Geisterschreck. Oh, auf 4 ist der. Okay. Also der kann nur gut sein. Er erhöht einfach schon mal die Willenskraft ums mehr als Doppelte. Gewehrschaden 33.
Willenskraft, Vitalität. Wenn ein Gegner mit einem Gewehrschuss oder dem Gewehrkolben getroffen wird, erhältst du 15 Bannpunkte. Das ist auch nicht schlecht. Mann, das ist geil, weil sich das stapelt, aber die Bannpunkte erhöhen natürlich diesen starken Angriff, wo wir bannen können. Das können wir mal nehmen. Jetzt haben wir tatsächlich wieder was auf Stufe 4. Das ist geil. Das ist echt geil. Und das ist diese eine Stelle. Ganz zu Beginn. Wo ich mich noch gewundert habe, wie kommt man hier hin? Wann kommt man da endlich ran? Jetzt kann man hier wahrscheinlich ein Ding runterhängen. Oder nein. Hier kann man runterklettern. Ja, cool. Boah, nice. Was man für die Waffe? Mit der kann man sich glücklich schätzen, sage ich einmal fürs Erste. Bitte, jetzt sind wir wieder hier. Springt er hier wahrscheinlich nur runter, genau. Wo hin und her geht, dann musst du hier ja wirklich noch. So ein Brocken ist nicht einfach zu kauen. Kopf runter! Okay. Okay, dann haben wir diesen Leerriss erledigt. Die Frage ist, kann ich jetzt alle machen oder warum zeigt er mir nur die auf der Karte an und die anderen nicht? Das verstehe ich nicht. Gesehen haben wir doch mehrere. Mittlerweile schon. Warte mal, wir können nicht auf die Karte schauen. Zeigt er da nicht an, dass wir den jetzt beendet haben? Belohnung, Leersplitter. Endlos, also das ist ein endloser Leer ist. Okay, jetzt kriegen wir halt nur noch einen Splitter natürlich, jetzt verstehe ich es. Also steht eh um endlos. Dann haben wir so einen endlosen aufgedeckt, gleich zu. Als allererstes, ja, da können wir immer Seelensplitter holen, ne, fürs Upgraden der Sachen. Und hier haben wir diese endlose Geißel. Da will ich aber tatsächlich mein Glück versuchen. Und dann muss ich mal schauen, vielleicht gibt es im Internet eher eine Karte, wo die Sachen eingezeichnet sind. Aber das ist jetzt blöd. Einfach aus dem Grund, jetzt der No, ich meine, ich weiß es noch, ne? Aber jetzt hat er mal zwei angezeigt. Warum? Wir haben aber sicherlich schon mehr gesehen. Wir haben einen im Sumpf ja wirklich gesehen, ne? Wo ich mir dann, ne, wo, was ich mir erinnern kann, wo er hier irgendwo im Sumpf ja auch so ein Teil. Und jetzt frage ich mich halt, warum sagt er mir das nicht an, ne? Und die schon. Das ist ein bisschen ärgerlich, ja. Den Riss machen wir noch. Dann haben wir zwei gemacht. Und man darf halt auch nicht vergessen, das erhöht halt unsere Werte halt auch nochmal extrem. Die Frage ist, ob bei dem endlosen Riss jetzt dann, ob der uns jetzt jedes Mal die Macht plus 3 erhöht. Bastard. Ja,
Weil wenn der das ist, sonst jedes Mal plus 3 zum Beispiel, ja, dann gratuliere, dann kannst du mir so wie bei der Geißel, nicht die Endlose. Also das kann leicht sein. Dann kannst du da deine Werte hochpushen. Also ein bisschen unermesslich, ne? Aber jetzt momentan, ja, jetzt haben wir stärker wieder 60. Kannst ja alles hochballern. Muss ich tatsächlich dann ausprobieren. Das würde mich wirklich interessieren, weil wenn das, boah, da kannst du echt heftig stark werden. Da muss echt schon aus dem Spiel das recht früh. Freischaltest. Ist schon der richtige Platz, ja. Na, jedes Mal. Es passiert immer wieder. Aber dann musst du es echt früh freischalten und dann kannst du da immer wieder rein. Dann kannst, man kommt aber, wie stark die Gegner werden. Die werden sicherlich auch stärker werden. Oder kannst du dann echt austoben. Da kannst du dann echt Gas geben. Man muss dann schauen, weil, so wie mit der Geißel, die konnte ja, war ja schon so weit, dass ich sie 4-mal machen habe können, wenn nicht sogar 5-mal, ich weiß, ich glaube von 10 bis 15 habe ich gemacht, ja. Tatsächlich. Und jetzt man hier dann. Das wäre halt heftig. Sieh zu, dass du da rauskommst. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Und der hat sie verzogen. Tja, der hat wieder gesessen. War das wieder die Debatte? Ja sicher, das war da drüben. Ah, da müssen wir ja da hinten hochklettern. Das war ja die Stelle, wo ich so nicht hingefunden habe zuerst. Da dann wieder rausfinden, ist halt auch top. Weil wenn du glaubst, dass du da hin und her dann springen kannst, ne, dann hast du die Finger geschnitten. Dann musst du wieder den ganzen anderen Weg entlang laufen. Es war ja herrlich. Ich habe es gehasst. Aber wenn ich hier bin, vielleicht mache ich dann gleich nochmal offscreen die Geisel. Aber man muss ja jetzt so sagen. Die dürfte jetzt auch wieder leichter sein, wir haben wieder einen Levelaufstieg gehabt. Das hat auch ein bisschen was mit dem Level zu tun, wie der Gegner dann tatsächlich besiegbar ist. Ah, witzig. So, dann kann man rüberspringen. Hinten grenzt, glaube ich, nur rundherum. Ne? Wohin ist es da? Ah, ich weiß schon wieder. Mal deswegen kannst du da hoch, ne? Das machen wir schon ein bisschen kompliziert, so ein bisschen unnötig kompliziert, sagen wir mal. Da werden wir aber speichern. Ich bin so weit, wenn du es bist. Leer wandeln. Anbandeln.
Aber es kann auch sein, dass die anderen gar nicht funktionieren, dass die nur so zum Schein eingebaut sind. Ich weiß es tatsächlich nicht. Hier, bedien dich! Oh, die sind auf 15, okay. Und da kommt der 18er. Versuch es noch einmal. Ärger im Anflug. Ich will doch eigentlich weg. Den komme ich nicht ran. Sturer Bastard. Versuch es noch einmal. Vorsicht. Der hier wird geschützt. Du weißt, dass ich auch noch da bin. Gute Güte, du bist ja zäher als eine Kakerlake. Ja, oder was ist denn mit dir immer? Der geht ja nicht kaputt, was soll ich mit den tun? Haben wir ein paar übersehen? Boah, ja. Ändere deine Strategie. Sturer Bastard. Aufgepasst. Ja, oder wird's wie schön ist? Ja, jedes Mal, wenn ich beim dritten Ding bin, dann fahrt er mal zwischen. Hör nicht erst den anderen schämen. Versuch es noch einmal. Augen auf. Beim Schnitzelkauf. Ja, was soll ich mit denen? Den kriegst du ja nicht kaputt. Der hier wird geschützt. Ja, was soll ich jetzt machen? Kannst du nicht endlich sterben? Hängt er da fest schon? Das Klopfen, bis es nicht mehr geht. Gute Güte, du bist ja zäher als eine Kakerlake. Verdammt! Der ist von einem Schild umgeben. Ja, das habe ich schon gemerkt und ich greife ihn mir ja gar nicht an, falls du es nicht gemerkt hast noch. Und Brocken ist nicht einfach zu kauen. Ich weiß nicht, wie ich den anderen da kaputt kriegen soll mit seinem Schild da. Ob ich den zuerst kaputt hauen soll, ich weiß es ja nicht. Das war's für dich.
Ja, jetzt ist er schuld weg. Du musst den Alpha kaputt schlagen. Mann, das ist halt natürlich auch super. Sieh du lieber ausweichen, muss ich ehrlich sagen. Alter, die gehen nicht ein. Ja, da bist du in da, kommen wir nie weiter. Altes Knochenfragment haben wir gekriegt, okay. Hier kriegen wir Knochenfragmente. Das war jetzt der Anfang, ne? Ich sag, da war nicht einmal noch der Bossgegner, wieso wir den kaputt haben. Ich glaube, den schaffe ich tatsächlich noch. Noch nicht. Wobei, lass uns überraschen, ne? Manchmal ist es ja leid, man, der war jetzt auch nur wieder so anstrengend wegen seinem Scheiß. Schild da, was es hier aufgeklatscht. Schauen wir halt einmal. Ich sag mir, als wir kaputt gehen, können wir eh nicht. War halt einfach nur easy nicht sehen. Das schreckt halt dann schon mal ab für den Anfang. Vielleicht gibt es ja auch andere Risse noch, ich weiß ja nicht. Wie gesagt, die zwei hat er mir jetzt angesagt, warum auch immer. Jetzt sind sie halt vom Level her wieder relativ hoch. Hoch. Man tut ja auch nicht, war 18, ne? Das ist dann doch 5 Level Unterschied jetzt, ne? Das ist schon recht viel, da machst du ja gleich noch weniger, da macht er automatisch dann viel weniger Schaden. Was für dich? Ich glaube, der kann uns nicht sonderlich leiden. Sieh zu, dass du da rauskommst. Lauf, Red. Jo. Ja, jetzt hat er dann einen. Den ich dachte, du verschwendest deine Zeit mit dem. Ja, das habe ich schon gemerkt. Willst du nicht endlich verschwinden? Ändere deine Strategie. Ja, freilich, weil er belegt den nämlich mit einem Schutz, weißt du? Den Übergurten. Ich habe keinen Schaden bei dir. Bei ihm hätte er noch am Anfang Schaden gemacht, bevor er den Schutz gekriegt hat. Ausweichen! Ja, muss ich da noch ausweichen? Das kannst du vergessen. Was für eine Scheiße. Das kannst du, das ist der Schaden, Alter, das ist viel zu mager, Alter. Ich mache nur 5, 6, was soll ich denn da, Alter, bei dem anrichten? Das dauert, das ist nichts. Das muss ich auslassen. Das funktioniert nicht, das ist mir dann zu lästig, weil die regenerieren sie ja dann. Das macht dann keinen Spaß. Na, das ist mir zu heftig. Fürs Erste, weil eben, der andere würde gehen mit Stufe 15, ist jetzt nicht das Problem, aber eher auf 18, aber wahrscheinlich sollte man dann erst mit Stufe 15 dann noch einmal hingehen. Denkt, das wäre schlauer. Ja, jetzt haben wir 13, wie gesagt, 2 Stufen dann höher, dann sind wir zumindest das Level, was die Mobs so sind und eher der Alpha. Bei denen macht es dann auch ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. Also das hoffe ich halt. Aber wir können zum Abschluss, was so lustig ist. Wenn ihr Lust und Liebe habt, schauen wir uns nochmal so ein Geisel an.
Vielleicht ist die machbar. Und dann werde ich mir tatsächlich das nochmal anschauen. Vielleicht gibt es wirklich irgendetwas, wo man sich das anschauen kann. So eine Art Karte, wo man dies sieht. Intensität 6. Spektrale Heimtüge. Achso, ja, das war dieses Ritual. Wir müssen Geisel beschwören. Lasst euch sehen! Noch einmal, mit Gefühl! Den Vorteil hat sie jetzt natürlich, dass man sie lernen es einfach nicht, Bandpunkte oder? Kriegen. Du kannst mich ruhig um Hilfe bitten. Du sollst ihn bitte anvisieren und nicht die irgendwas anderes. Kannst du nicht endlich sterben? Die Scheiße da immer mit sich. Bereit für den Einsatz. Dann mache ich am liebsten so. Kannst du nicht endlich sterben? Verschwinde da! Willst du alleine Spaß haben? Du wirst anvisiert, Red. Geil, oder? Schau, er springt daneben. Man ist ja unglaublich. Schau, sie kann auch nicht wirklich was, gell? Schau, wenn du das da in der Ecke hast, dann ist es jetzt ziemlich. Dann rennt er da die ganze Zeit an. Verdammt! Sehr gut. Ja, wieder plus eins erhöht, ja. Ich sag, das passt. Den haben wir gemacht, den haben wir geschafft. Haben wir wieder eines dazu. Ist das auch wieder endlos, der? Nein. Endloser Leer ist, tatsächlich. Okay. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, das war es dann mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao.